Mein heutiges Thema ist Knorpelaufbau, Glucosaminchondroitin. Viele Menschen setzen auf Glucosaminchondroitin, Grünlippmuschel, Hyaluronsäure, aber die ganzen Mittel wirken nicht ohne ein Vitamin D3. Solange der Körper nicht anfängt, Knorpel zu erneuern, wird auch keine Stoffe angenommen. Und was die meisten Ärzte den größten Fehler machen, sie geben den Menschen Calcium-Magnesium-Präparate, die knallen den Körper voll mit Calcium, nicht wissen, dass der Körper sein eigenes Calcium erzeugt. Vitamin D3 auf der Hautoberfläche mit Magnesium erzeugt Calcium und dieses Calcium wird vom Körper eingebaut, wenn ein Signal da ist. Und außerdem, der größte Schwachsinn, was die Ärzte machen, auch bei Osteoporose, ist, die Osteoporose-Spritzen erstmal schmerzhaft sind und eigentlich nicht bewirken die Knochen, die ich jetzt nach. Sodass, bevor ich einen Knorpel aufbauen will, muss ich erstmal einen guten Vitamin D3-Spiegel haben. Das schaffe ich durch, indem ich 15, 20 Tage mal 40 Tropfen Vitamin D3 nehme, jeder 1000 Einheiten. Dadurch habe ich mal 700, 800.000 Einheiten, die bewirken, Roboter sind Leben, fangen an, Knorpel aufzubauen. Zu dem Vitamin D3 müssen wir Vitamin K2 nehmen, dass auch dieses Kalzium, was entsteht, durch D3 und Magnesium, dass das auch in Knochen eingebaut wird. Kein Arzt verschreibt Vitamin K2, aber was mich freut, dass jetzt in Österreich auf der Krone-Zeitung, die Zeitung, die jeder Österreicher am Frühstückstisch hat, ganz große Werbung ist nach dem Skandal mit Robert Franz, ja, das starke Sonnenvitamin und das knochenstarke Vitamin K2. Wow, ich habe es geschafft, der Bande Pharma zu brechen. Endlich haben die Zeitungen begriffen, sie können nichts verstecken. Und wenn wir Milliarden oder Millionen für Werbung zahlen, dann soll diese Werbung auch im Sinne des Menschen sein und nicht nur für Unternehmer, für Pharmaindustrien, die Millionen bezahlen. Zuerst Vitamin D3 nehmen, Spiegel hochfahren, Vitamin K2 zusätzlich nehmen, Magnesium nicht vergessen, äußerlich gesprüht oder innerlich genommen, je nach, was der Körper besser verträgt. Jetzt geht es weiter. In dem Moment, wo ich einen Knorpel aufbauen will, brauche ich die Stoffe, Glucosamin, Chondroitin, ich weiß, Hyaluronsäure, Grünlippmuschel. Aber, so wie ich sage, die Sachen würden nicht wirken ohne ein OPC. Die haben ja eine Studie in Japan gemacht. Normal brauchen die Menschen, sagen wir, 1500 Milligramm Glucosamin. Die haben eine Studie gemacht. In Japan würde ich eine Kapsel OPC nehmen, brauche ich die Hälfte von der Menge. Darum sieht man, dass OPC einfach die Stoffe, so wie ein kleiner Porsche ins Gelenk transportiert. Wir können sogar alle Pharma mit reduzieren. Würden die Menschen OPC nehmen, brauchen wir vielleicht die Hälfte der Medikamente. Nein, die Pharma ist nicht bereit zu machen. Die Pharma will noch mehr Produkte verkaufen, noch mehr giftige Sachen. Sodass, merkt euch, OPC müsst dabei sein. Und für Glucosamin, Chondroitin, die meisten Gelenkkapseln sind MSM-Chondroitin, Glucosamin. Ich mache keinen Mix, ich würde die Stoffe einzeln nehmen. Dadurch habe ich vielleicht ein Chondroitin für, ich weiß, 250 Tage, ein Glucosamin für 500 Tage. Das sind minimale Beträge, sodass ich würde 1,5 Gramm Chondroitin nehmen, 1,5 Gramm Glucosamin von irgendwo im Grünlippmuschel noch verschaffen und dieser Mix würde bewirken, wenn der Körper wieder, dass auch wenn der Gelenkknorpel nicht aufgebaut, dass ein Stopp da ist und vielleicht mit Arteriolo-Grip noch, ich weiß, die Arthrose stoppen. So, es sind Naturstoffe, die einfach nicht, dass sie falsch verordnet werden, sie werden falsch verordnet, ohne dass der Körper überhaupt ein Signal hat, sie einzubauen. So, als für Knorpelaufbau, Vitamin D3, Magnesium, K2, ein OPC für Transport und dann Chondroitin, Glucosamin, 1,5 Gramm und ich weiß, mehr oder weniger würden die Knorpel, ich weiß, der Knorpelverschleiß stoppen.